Hallo Leute, recht herzlich willkommen in der 11. Folge von, ach nee, ihr seid ja erstmal auf dem Kanal als Reiter, ne? Ja, aber es ist die 11. Folge trotzdem von Comic Pack und das in Simotrans. Ja, wir haben hier die Linie gebaut letztes Mal, das Schifflein fährt hier rüber, ich bin am überlegen, das wird wahrscheinlich zu sehr hin und her fahren. Ich bin echt am überlegen, eine zweite Linie zu machen, dass einer auf dieser Seite wartet und einer auf der Seite wartet, bis dann genug Passagiere da sind, ne? Das ist jetzt so meine Idee, das denke ich mal, werden wir gleich in der Folge umsetzen nach dem Intro. So, da wollen wir doch mal schauen. Also hier fährt das Schifflein ja, wenn jetzt die Linie kommt, da ist sie. Auf dieser Linie, Motorschiff, ne, hat keinen geladen, ist klar, weil da noch gar keiner angekommen ist. Kann auch keiner angekommen sein. Die Kutsche, die andere, die ist hier noch unterwegs irgendwo. Müsste hinter der Kirche jetzt versteckt sein, wa? Ne, da ist er ja. Ach, die hat welche schon weggebracht dann. Hä? Dann sind welche im Boot, oder? Ne. Sollte der nicht bis zum Hafen fahren? Hatte der nicht letztes Mal da... Ach nee, die standen da hinten, glaube. Genau so war es. Die waren noch nicht in der Kutsche, aber die stehen hier schon. Sind schon 9. Das heißt, da sind schon einige, die da hinwollen, ne? Wie sieht's denn hier aus? Alle nach 2 Brücken. Okay, die hatten wir hier nicht letztes Mal auch welche, die Dingens wollten? Oder ist jetzt hier schon jemand vorbeigefahren? Nee. Also ich war davon überzeugt, dass wir letztes Mal welche hatten, die da hin wollten. Hier wollen sie nur alle nach Lüneburg. Okay, jetzt ist die Frage, wann kommt die Kutsche an, die hier langfahren soll? Das ist das nächste Problem dann, ne? Das wird wohl noch eine Weile dauern, aber ist jetzt halb so wild. Wir haben hier jetzt einen Fahrplan. Achso, doch, das war ja schon richtig hier. Ah, wenn da hinten 9er sind, ne? Ich lasse, glaube ich, doch erst fahren und mache keine zweite Linie. Das lassen wir mal sein. Ich denke, das wird sich auf der Dauer, wird sich das hier ergeben. Klar fährt er jetzt hier erstmal ordentlich miese ein, obwohl 15, 40 ist nicht viel, ne? Hat er ja doch schon welche rübergebracht und ich habe es nicht mitgekriegt. Dann müssten die jetzt aber hier sein, oder? Ne, sind sie ja nicht. Also kann nicht sein. Passt nicht. Ich wollte jetzt schauen, dass wir einmal die Bilanz sehen. Das ist ja immer ganz wichtig. Hier die Marge vor allem, die jetzt bei 18,9 liegt. Wir gehen auf die Monatsansicht und schauen, dass wir letztes Monat knapp drüber waren wieder. Da auch. Hier waren wir noch drunter. Da waren wir, glaube ich, auf 0. Ne, knapp drüber. Und ja, hier waren wir richtig gut, aber da lag es dran, dass noch irgendwelche Fahrzeuge nicht abgerechnet worden sind, ne? Aber momentan sieht es erstmal gut aus und wollen hoffen, dass das auch weiter so ist jetzt. Gerade 272 miese, ne? Gut, aber nicht schlimm, das kriegen wir alles in den Griff, denke ich mal. Hier wäre zum Beispiel zu überlegen, sollst du so eine Kirche anschließen. Mit 29 Passagieren ist das ja jetzt nicht wenig, ne? Hier einen Bahnhof machen, der wechselt, die kommen von da und der fährt so. Müsste man überlegen, ne? Dann hättest du hier eine Bushaltestelle, wo sie wechseln sollen. Ach. Nee, weiß ich noch nicht. Wir gucken mal gerade erstmal, was unsere anderen beiden Halte machen, die, wo wir schon angeschlossen haben. Hier war ja einer, da steht zurzeit keiner und da oben steht auch niemand. Das ist schlecht. Aber in der Kutsche müssten welche sein, weil da unten standen letztes Mal welche. Ja, da sind 3 drin, das ist schon mal etwas. Nicht viel, aber etwas. Wie sieht es denn mit den Zahlen hier aus? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. 123 miese macht das hier natürlich. Das ist jetzt nicht ganz so dolle. Wäre schön, wenn hier langsam Passagiere kommen würden, ne? Lass mal gerade hier bei Erlangen gucken. Da war es ja letztes Mal richtig gut eigentlich. Da müssten jetzt noch welche überbleiben. Sind jetzt natürlich nicht, weil 6 da drin sind. Da stand letztes Mal mehr. Ah ne, wir haben noch eine Kutsche mehr. Dann sind's, nee, dann sind's, kann das hinkommen, dass das passt. Hier steht leider keiner, der zur Burg will. Das ist schlecht. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Lippstadt hat da nur eine Kirche und Schwandorf ist hier. Hier wäre jetzt zu überlegen, was kann man hier tun? Kann man hier eine Brücke bauen zu dieser Insel? Das würde da aufgehen, aber nicht da. Jetzt wäre interessant zu wissen, ob da eine Straßenbrücke hingehen würde. Aber wir haben sowas noch gar nicht. Nee, ist hier noch nicht drin. Das nächste wäre dann eine Bahnlinie, aber da gibt es auch noch keine Brücken. Okay, das würde bedeuten, man muss ja doch Schiffsverkehr machen hier. Aber das erscheint mir dann noch zu teuer für diese zwei Städte. Da müsste mehr passieren. Und hier kann man natürlich auch nichts machen. Aber hier,
Ja, müsste man gucken, ob man nachher hier Dornbrücke rüberbauen kann. Aber ich glaube, wir sollten dann eher Friedrichsdorf erstmal anschließen nach Bad Mergentheim. Das wird zwar teuer, aber ich glaube, das wäre schon eine Idee wert. Da wird es dann wenigstens vorangehen. Ich glaube, dadurch, dass da hinten noch ganz viele Städte hinterherhängen, sollte das alles kein Problem sein, oder? Nee, so raus will ich dann doch nicht. Dann möchte ich doch lieber so da raus. So, jetzt ist das angeschlossen. Kostet ein Schweinemoos, vielleicht auch unterhaltsmäßig etwas teuer, aber wird schon werden. Und dann machen wir hier noch eine Bushaltestelle hin. Wie machen wir das denn am besten hier? Das wäre das Weiteste nach da. Mitte, das müssen wir nochmal machen jetzt hier. Bisschen näher ran. Das ist so. Das wäre so. Das ist so. Das ist so. Und wenn ich jetzt da nochmal rüber schwenke. So, das wäre da. Also auf der Höhe passend mit dieser Höhe. Aber nicht mit dieser. Aber der wäre auch egal. So, jetzt wäre noch interessant hier zu wissen. Da. Da. Und da. Das heißt, dort eine Bushaltestelle bauen. Dort eine Bushaltestelle bauen. Dann da eine Bushaltestelle bauen. Und dann dahin. Dann passt es mit dem Land da. Kommen wir also hin. Das war nicht so gut. BASD taucht nicht, Leute. Nehmt Pfeiltasten. Dann kommt er da auch voran. Achso, da ist ja schon eine Haltestelle. Brauchen wir uns also nicht drum kümmern. Jetzt müssen wir nur eine Linie bauen. Neue Linie. Für Straße. Neue Linie. Und zwar von Friedrichsdorf. Na, dann machen wir nach Bad Mergentheim nach Friedrichsdorf. Das passt soweit. Und das ist ein Regionalbus. Bad, wie heißt das Kaff? Mergentheim. Friedrichsdorf. Glaube, habe ich so richtig, ne? Linie ist übernommen, sollte passen. Was ist das hier? Linie 4? Gibt es da einen Fahrplan drauf? Nein, das heißt Linie 4 löschen. So, Bad Mergentheim haben wir da. Das kann zu und da muss eine Kutsche drauf, die von hier kommt. Und zwar zwei Pferdchen mit einem Bus. Auf die Linie Bad Mergentheim. Kopieren wir, starten wir. Aber den zweiten lassen wir noch nicht fahren, den warten wir erst ab. Oder stehen da schon welche? Stimmt nicht, ne? Nee. Können wir ein bisschen abwarten. So, ich hörte gerade einen Zug, das ist schon mal gut. Wo treffen die sich denn? War das hier nicht irgendwo? Ja, ne? Ja, sieht so aus, als ob die sich wieder hier treffen, ne? Der fährt durch, ja, das macht einen guten Eindruck, dass die beiden da sich treffen. So, jetzt ist aber interessant, wie viel da drinnen sitzen, ne? 27, okay, nicht voll. 24, auch nicht voll. Aber fahren auf jeden Fall 50.000, 122.000 plus fahren sie auf jeden Fall ein, das ist wichtig. Gut. Da oben steht noch keiner. Wie stehen denn hier welche für Friedrichsdorf? Ne. Oder hier welche für Friedrichsdorf? Ne. Aber hier bestimmen wir hier für Friedrichsdorf, oder? Ne. Okay, die Stadt muss ja dann auch noch wachsen, ist klar, ne? Gut, ja, dann würde ich sagen, machen wir das erstmal alles zu. Den lassen wir noch ein bisschen auf. Gehen hier auf die Liste, und zwar auf Haltestellenliste und schauen, wo die meisten Leute stehen, ne? Wartend. Und Lüneburg warten die meisten Passagiere. Dann springen wir da mal hin und gucken, wo die alle hinwollen. Also mit Kutsche nach Zweibrücken ist hier unten, ne? Ja. Das sind die meisten. 15. Burg.
Das spricht denn dir tendenziell schon wieder zu, dass welche, dass man eine Bezuglinie da hätte, ne? Ja. Das ist die Frage. Ich glaube, von hier aus runterfahren ist vielleicht besser, wie von da aus runterfahren. Tendenziell sieht das ein bisschen kürzer aus, aber pff, macht das was? Klar macht das was, ich muss die Gleise bezahlen, ne? Ich würde jetzt hier so ein Bahngleis machen wollen. Bei 60 Leuten muss es ja sich lohnen, da hinzufahren, oder? Ah. Gute Frage, ne? Machen wir oder machen wir nicht? Machen wir, sind einfach zu viele. Gleise bauen. Ich denke schon, dass wir hier so lang gehen. Nee, kannst du gleich hier schon begradigen entsprechend. So, das passt. Wieder auf die Gleise. Da hoch ist schon mal richtig. Und von da nach da anschließen, bitte. Aber wenn ich das mir jetzt so angucke, wie der das automatisch legt, gefällt mir das wahrscheinlich nicht, ne? Oder? Er bleibt da, obwohl er bleibt ziemlich lange auf der gleichen Ebene, fährt dann zweimal runter. Doch, das ist ganz gut. So, dann kann da am Bahnhof hin. Dann haben wir zwei Brücken Rathaus auch angeschlossen. Und da müssen wir überlegen, wie wir das machen. Hier müsste man eine Ausweiche schon haben, glaube ich, oder? Ne, hier müsste einer sein, nicht da. Wird sich aber nachher ausgehen, dass das hier neben sein wird. Das können wir zumachen, das machen wir auf. Die Gleise brauchen wir und setzen die hier hin. Machen das so, brauchen Signale. Das kostet uns so viel Geld. Dann ist das schon mal okay, ne? Weil wenn da einer entgegenkommt, dann steht er da. Und der steht da. Ich glaube, sollte erstmal kein Problem sein, oder? Ja, können wir so lassen, denke ich. Gehen zum Depot und holen uns da einen Zug raus. Hier kann kein Signal gestellt werden, ist klar. Die Karte war jetzt auch nicht so richtig. Sondern wir wollten dahin. Die Lok dann da rein und den Passagierzug bauen. Dann gibt es einen Fahrplan. Neue Linie. Regionalzug. Gütersloh. Zwei Brücken war das, ne? Schuss, passt. Und der soll hier starten und da unten enden. Und dann ist das passend. Gütersloh zwei Brücken sollte auch passend sein. 62 Passagiere kann er und startet. Hier unten haben wir jetzt die zweite Kutsche. Ich glaube, die legen wir jetzt mal los. Das ist ja jetzt passend. Die andere ist ja schon weit weg. Und will hoffen, dass auch in Friedrichsdorf schon die passenden Züge unterwegs sind. Sieht hier aus, als ob es steht, ne? Warte auf freie Strecke. Wieso wartet er auf freie Strecke? Ach so, weil der da noch ist. Alles klar, dann passte das. Wie viel hat er jetzt da geladen? Lüneburg, Lüneburg geladen.
Es ist die Frage, was Lüneburg macht. Ob jetzt gleich Passagiere von hier aus Richtung Zweibrücken wollen. Über Gütersloh. Über Gütersloh Rathaus ist klar. Ja, da steht jetzt noch keiner, der nach Zweibrücken möchte über Gütersloh Rathaus. Werden wir gleich sehen. Ah, das war falsch. Das ist jetzt der Zug, der erstes Mal fährt. Zweibrücken. Burg, okay, Lüneburg, nee. Oh, jetzt wird's hier unten ernst, sehe ich gerade. Hä? Da ist ein Fehler unterlaufen. Dieses Signal hätte nicht dastehen dürfen. Das heißt, ich muss dem mal gerade sagen, fahr nochmal zurück. Und gleich muss er nochmal wieder zurückfahren und ich muss dieses Signal auf jeden Fall hier entfernen. Das muss weg, sonst funktioniert es glaube ich nicht. Wegen freier Fahrt und so. Das ist nämlich jetzt hier gegeben. So, wieder die Lupe anmachen. Wenn er hier vorbei ist, dann kann ich ihm sagen, fahr den anderen Weg wieder. So, jetzt darfst du wieder nach Gütersloh fahren. Gut. Jetzt fährt er hier lang, wartet demnächst da, bis die anderen Züge durch sind. Gut. Hier dürfte keiner drin sein, oder? Ach, der ist sowieso offen irgendwo da. Ja. Oh, doch, da sind 9 Leute drin. Gütersloh 2 Brücken, 9 Leute fahren da. Sehr schön. Die fahren über 2 Brücken, auch sehr gut. Gut, vielleicht müssen wir 2 Brücken auch noch verlängern bis zum Hafen, ne? Das macht vielleicht Sinn, das werden wir später sehen. Gütersloh Rathaus war zwischen A und 36, das ist schon mal gut, weil der hier, also der ist auch offen irgendwo oder was, ne, das ist dieser hier. Der lädt jetzt ordentlich, hat schon mal Plus auf jeden Fall und fährt mit 36 wieder zurück. Das ist sehr gut. Hier gibt es tatsächlich Friedrichsdorf Rathaus, 3 Passagiere, die von Gütersloh über Neubrandenburg dahin wollen. Sehr gut. Die Linie da oben wird schon mal angenommen. Wo steht er zum Warten jetzt? Da, okay. Naja, aber das verzögert sich, dann ist das halt so. Dann wird sich das da oben ändern, glaube ich, mit dem Durchfahren. Gut. Das ist jetzt diese Dampflok, die 29 hat. Ja, 6 nach Gütersloh. 9 über Gütersloh. Die fahren also nach Süden weiter. Die anderen noch dann nach Norden. Okay. Das sieht erstmal gut aus. Schauen wir jetzt mal gerade nach hier oben. Ich glaube, Aachen können wir als nächstes dann mit dem Zug anschließen und vielleicht auch Bad Mergentheim. Und wie sieht es denn hier aus? Das interessiert mich ja jetzt. 9 Stück, 2 Kutschen, das wäre erstmal machbar. Allerdings sind die Kutschen wahrscheinlich noch nirgendwo in der Nähe, ne? Wie sieht es hier aus? Die sind aber nicht in die Richtung unterwegs. Hier gibt es eine Kutsche, die ist die richtige, okay. Und die andere muss jetzt hier unten noch irgendwo sein, ne? Wer weiß wo. Die ist es nicht. Die ist es auch nicht. Hier, das sieht so aus, als ob es eine von den beiden ist. Ah, da ist er. Gut, okay, dann läuft das erstmal soweit. Müssen wir dann in der nächsten Folge schauen. Also ich denke, wir werden hier demnächst den Zug, die Linie hier nach darüber ziehen. Und dann werden wir das erschließen und dann weiter gucken. Ne? Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an und kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.